Tag 3 in Tel Aviv ist angebrochen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Autovermietung, um zum Toten Meer zu kommen und eventuell noch nach Jerusalem. Keine Ahnung, was die Preise sind, aber wir hoffen auf jeden Fall, dass wir irgendwas Günstiges bekommen, irgendeinen kleinen Wagen. You need to write me your address in capital letters. English capital letters. Yeah. So, wir haben jetzt unser Mietauto, unseren kleinen Fiat 500 geholt für den heutigen Tag, haben unsere Roommates aus Basel noch schnell eingepackt im Hostel. Und jetzt begeben wir uns gerade auf den Weg zum Toten Meer, um dort mal wenigstens einmal kurz reinzuspringen und uns ein bisschen treiben zu lassen. Auf dem Rückweg werden wir voraussichtlich, hoffentlich, wenn noch Zeit ist, noch mal kurz in Jerusalem anhalten und dort mal rumschauen, die Altstadt wenigstens mal kurz anschauen. Und dann heute Abend wieder zurück nach Tel Aviv fahren, weil wir ja morgen schon wieder zurückfliegen. Gerade eben haben wir den Meeresspiegel erreicht. Wir sind jetzt quasi schon, keine Ahnung, wahrscheinlich 10 Meter unter dem Meeresspiegel oder sowas. So, wir sind jetzt am Toten Meer angekommen und schauen euch mal diese Farbübergänge unten am Meer an. Und dazu noch im Hintergrund die Berge, also es ist schon landschaftlich richtig, richtig was geboten hier. Also. Das ist im Übrigen unser kleiner roter Flitzer, unser kleiner Fiat, den wir am heutigen Tag haben. Ein Traumauto. Jetzt werden wir gleich mal reinspringen und mal schauen, ein bisschen treiben lassen. Mal schauen, ob das wirklich so einfach geht, wie man es immer gelesen hat oder wie man es gesehen hat. Bin auf jeden Fall schon gespannt, damit der nächste Punkt von meiner Bucketlist endlich abgehakt werden kann. Da sind wir also, treibend im Meer und Zeitung lesend. Ja. Und ganz entspannt, man braucht eigentlich nichts tun und ich hätte nie gedacht, dass das wirklich funktioniert, aber man kann sich einfach auf der Oberfläche treiben lassen und man geht nicht unter. Aber der Salzgehalt ist schon echt, wenn man mal so ein bisschen was von dem Wasser kostet quasi. Das ist echt widerlich. So hoch der Salzgehalt. Das ist echt der Wahnsinn. Und dann noch diese Umgebung hier. Die Berge im Hintergrund. Das ist echt cool. Also ich kann jedem nur empfehlen, solange das Ding hier noch irgendwie ein bisschen mehr Wasser drin hat, unbedingt mal herzufahren und sich mal einmal treiben zu lassen in dem Meer. Das ist wirklich riesig. So, wir gehen jetzt mal hier runter zum Toten Meer, um mal so ein paar Salzkristalle zu sehen. Der Weg ist, naja, nicht ganz so ausgebaut, aber lohnt sich auf jeden Fall. Und dort unten könnt ihr sehen, die ganzen Salzkristalle und da hinten die ganzen Bergreihe, die ganze Bergkette, das ist Jordanien. Schon Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass hier überall das alles, was jetzt ausgetrocknet ist, war eigentlich mal alles das Tote Meer und der Boden langläuft ist extrem weich. Das Meer geht ja irgendwie pro Jahr einen Meter zurück, also ist schon nicht wenig, was da verschwindet. Schaut euch mal diese ganzen Sinkholes an, die ganzen Löcher, wo der Boden halt einfach eingebrochen ist. Das ist extrem. Hier hast du am Boden, ich hoffe man erkennt es am Video, aber hier hast du am Boden diese ganze Salzkruste. Das ist der Wahnsinn. Wir werden jetzt unseren Weg fortsetzen und dann war es das eh schon bald gewesen mit unserem dreitägigen Tel Aviv. Jerusalem und Toten Meer Trip. Wir sind jetzt in Jerusalem, wollten eigentlich noch zur Klagemauer gehen, aber dadurch, dass es jetzt angefangen hat hier zu regnen und es ziemlich kalt ist und doch schon spät am Abend, haben wir jetzt beschlossen, das doch sein zu lassen und mei, entweder sehen wir sie irgendwann anders nochmal oder haben es halt jetzt nicht mitgemacht. Alles geht leider nicht in den 3 Tagen. Da werden wir noch
uns auf dem Rückweg begeben nach Tel Aviv und dann noch schauen, ob wir irgendwo was essen können und dann wird es das gewesen sein für heute. So, wir haben jetzt in irgendeinem kleinen Dorf was zu essen gefunden, ein Restaurant gefunden. Und jetzt haben wir uns als Vorspeise Hummus mit Fleisch und Falafel bestellt. Und jetzt haben wir so einen schönen Grillteller. Also. So schlecht geht es uns hier jetzt nicht. Und dazu gibt es so Pitcher, frisch gepresste, was ist denn das? Zitronensaft, Limonade. Richtig lecker. Der Abreisetag ist gekommen. Wir laufen noch ein bisschen durch die Stadt, machen noch ein bisschen Sightseeing und schauen uns noch mal Ecken an, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Und danach geht's ab zum Flughafen. So, Premiere. Wir haben jetzt mal unseren Flug verpasst, weil der Flug von Tel Aviv nach Istanbul eine Stunde Verspätung hatte. Jetzt haben wir unseren Jetzt haben wir unseren Anschlussflug nach München nicht mehr bekommen und fliegen jetzt morgen früh erst zurück. Aber läuft ziemlich entspannt das Ganze. Wir bekommen jetzt von Turkish Airlines ein Hotel und ein, ja, von morgen früh halt Boarding Pass. This is Aliona Filonenko. Ricardo Renault. So, da sind wir also in unserem Hotelzimmer. So eine Badewanne. Das ist ja der Wahnsinn. Kranke Sache. Aber die Minibar ist mir gefüllt. Oh, falscher Knopf. Wo geht denn hier das Licht an? Oh. Wir sind jetzt zwar im Hotelzimmer, aber keine Ahnung, wo das Licht angeht. Das ist also unser Hotelzimmer. Eigentlich gar nicht so schlecht. Dafür, dass wir nichts zahlen müssen. Geht auf jeden Fall. Kann man mal machen, so einen Flug verpassen.